Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und ja, wir haben einen vorgestellt. Legends of Keepers und Goblin Studios sind diejenigen, die mir das zur Verfügung gestellt haben. Recht herzlichen Dank dafür. Ein Indie-Studio ist es wohl. Und ja, ich habe jetzt keine Ahnung. Dieses Spiel habe ich noch nicht gespielt. Ich habe zwar gesehen, was es ungefähr ist. Und wir können da mal reingucken. Ich habe ein paar Sachen eingestellt. Das heißt eigentlich nur die Sprache auf Deutsch gestellt. Mehr habe ich nicht gemacht. Und ja, ich würde mal sagen, nach dem Intro schauen wir uns das Spiel dann mal an. Alles klar, bis gleich. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe das einmal kurz getestet, weil ich mir nicht sicher war, wie es funktioniert. Und ja, erstellen wir mal einen Spielstand. Ja, ich möchte das Tutorial einmal starten, um zu wissen, wie es nochmal geht. Sie begrüßt uns jetzt hier. Schätze uns dann zu beschützen. Also wir sind wie in Dungeon Keeper sozusagen die Gegenseite jetzt und nicht die Helden, sondern wir sind die Verteidiger. Und ja, da müssen wir gucken. Helden kommen und schätzen zu Raum. Unsere Marketingabteilung diese Blödsinn, aber Ruhm und Errichtung versprochen. Wir müssen uns mit Fallen und Personal platzieren vorbereiten. Gut, dann fangen wir mal an. So, hier kann man wohl eine Sache platzieren für die drei. Da oben gibt's Fallen. Das hier ist irgendwie ein Zauber. Wände aufgebraucht. Drei auf die nächste Monstergruppe an. Also das ist für alle, das bedeutet, hier sollten wir auch zusehen, dass wir tatsächlich Meister, keine Ahnung. Also hier sollte man, weil noch alle drei da sind, die sind ja frisch angekommen, sollten wir etwas tun, was die ganze Truppe moralmäßig. Aber ich glaube, das geht nicht. Man möchte wohl, dass ich die Falle hier hinsetze. So, die ist dann da, aber die wird ja auch wahrscheinlich alle, ne, betreffen, oder? Ja, machen wir so. Moral geht runter. Demoralisiert werden sie auch. Ja, weiß nicht, ob alle das erwischt, aber wir schauen weiter. We always leave an empty room in every dungeon. You can use it to ambush the adventurers with one of your favorite spells. Okay, da wird dann mit Zaubern gearbeitet. Und hier. Some rooms are dedicated to combat. Hier wird jetzt gekämpft. Okay. So, da müssen wir drei Kämpfer da hinsetzen. Monster. Mal, ja, es ist wahrscheinlich nur das dann, ne? Ach so, das ist der Spell für den anderen Raum. Das sind die vier Räume hier auch gleichzeitig. Alles klar, jetzt verstehe ich's. Wir haben hier ihn hier. Der ist ein starker Mann. Der hat 90 an der Front, 60, also das ist ein Tank hier, würde ich sagen. Den setzen wir schon mal dahin. Und dann haben wir hier noch ein Ipius, Level 1. Feuerschaden. Ja, der macht Feuer, der ist zaubermäßig wohl. Und hier haben wir hinten, vorne. Was hatte er jetzt hier stehen? Verstehe ich das mit dem hinten und vorne nicht. Also er ist vorne, klar. Er ist hinten und der ist auch vorne. Das bedeutet, wir werden ihn hier platzieren und den da platzieren. Ach so, okay. Er ist hinten. Er ist mehr vorne. Ich glaube, so haben wir es dann richtig gemacht, oder? Gut, dann geht's weiter. Und da ist der Endgegner. Den können wir wohl nichts machen. Und da kommen sie. Alle drei hat es erwischt, der letzte ist aber, glaube ich, immun gewesen. So, hier sollten wir jetzt was machen? Lass keine Gnade walten. Okay, das ist der einzige Zauber, den wir hier haben. Da kriegen sie alle einen ab. Und hier ist jetzt der erste Kampf. The job also involves bullying these insignificant humans. No reason work can be fun. Okay, fliehen lassen, vergiss nicht, dass im Kampf schnell eine. Okay, machen wir weiter. So, jetzt ist der Kampf angesagt. Okay, die haben die Offensive. So, jetzt sind wir dran. Ne? Ja, diese hier. Jetzt muss man mal gucken, ne? Er ist hinten, vorne. Also dieser hier ist ja schon jetzt gerade gut durchgegangen, ne? Was muss ich tun? Schreck machen. Kann ich auch nichts anderes machen, wohl.
Ach so, das ist er hier, okay. Dann haben wir. Okay. Ja, das ist ja schlecht, dass der schon mit 75 Schaden da was erwischt hat. Okay. Er ist hier irgendwie vergiftet oder was? Ja, das hat uns jetzt nicht so viel gebracht, ne? Ja, der Tank ist jetzt dran und ihn werden wir jetzt gleich schon verlieren, ne? Aber ihn auch sogar. Wow. So, wer ist dran, ne? Also ich kann nicht auswählen, ich muss jetzt hier mit dem Schreck einfach machen. Einer geht schon mal, das ist schon mal gut. So, er macht den letzten kaputt, war klar. Und der erste ist auch kaputt vom Gift oder was es auch immer war. Und wir haben diese Runde schon verloren. Jetzt kommt der Boss. Aha, hier kommt mein Essen. Okay, das ist hier aber ganz gut, ne? Hier ist das Gift, sehen wir da. So, was haben wir jetzt hier? 80 Körperschaden. Luftschaden, wenn er Bluten 3 an. 15 Leben beim nächsten Zug. Und hier haben wir Herausforderung, geht die Moral runter. Moral will ich jetzt gar nicht gerade machen. Ja, ich denke mal, wir ziehen das mal durch, ne? Okay. Okay, da gibt es wieder einen Giftschaden. Ich glaube, wir machen nochmal den Peitschenhieb, weil dann ist diese Person wahrscheinlich weg. Genau so ist es. Und der Bogenschütze ist jetzt nochmal dran. Ne? Mal den mal. Das reicht nicht. Pfeil und Bogen kommen nochmal. Und naja, jetzt den Schaden da drauf und dann war's das, ne? Ja. You did it. I knew from the start that you had potential. Know that here in Dungeons Company. Okay, Einweisung ist zu Ende, das war's sozusagen. Dann müssen wir gucken, wie wir weiterkommen, ne? Training ends. I'll see you again next year for your annual evaluation. Na dann, alles klar, ein Auge. Job in protecting our treasures. You'll get the promotion you deserve. Ja, das ist jetzt eine kurze Einführung gewesen von dem Spiel. Wir haben jetzt den nächsten Schritt, Sklavenhalter, Level 1, da sind wir wohl. Wir sind noch total schlecht. Haben hier was zum Freispielen. Wir haben hier Bereiche, wo wir hingehen können. Sind jetzt aber wahrscheinlich erstmal hier gefangen oder gefesselt oder wie man es auch immer nennen möchte. Standard sind wir hier irgendwie. Ich weiß nicht, das sind wohl die Kreaturen, die wir einsetzen können. Okay, Eisschaden. Ja, das muss man dann mal dementsprechend gucken. Hier sind ein paar Fallen auch. Versammlungshorn, Knochenkatapult und Kreissäge. Okay. Kann man anpassen. Hier ist eine Belohnung. Wahrscheinlich, wenn wir den Level positiv abschießen, dass die Helden das nicht schaffen. Da gibt es ein Archivar. Kann man hier noch was anklicken? Ah ja. Da muss ich mit der Zauberin 6. Level erreichen. Okay, und hier... Okay, das heißt, ich muss erstmal hier was schaffen, damit ich da weiterkomme. Oh, Talente. Ah, ein Talentbaum. Kann man also auch was einsetzen dann. Ich habe sogar einen Talentpunkt. Wenn ein Monster besiegt wird, erhält der Meister mit einer Chance von 10-20% oder sowas Panzer 1. Durch Angriff erlittene Schaden um 20 reduziert. Okay. Verleiht dem Meister eine Chance von 50% und 100% aufgebracht zu erhalten, wenn er Schaden erleidet. Einschüchterung verursacht 10-20 mehr Moralverlust. Und wenn ein Held von einem Monster besiegt wird, erhält der Monstergruppe mit einer Chance von 10-20% aufgebracht 3. Ja, das ist jetzt die Frage, wo man den Talentpunkt einsetzt, ne? Wenn ein Held von einem Monster besiegt wird, also ich greife an und kriege einen Helden zum Sterben, dann kriege ich aufgebracht 3. Einschränkung verursacht 10-20 mehr Moralverlust, das weiß ich jetzt nicht. Verleiht dem Meister eine Chance von 50-100% aufgebracht zu erhalten, wenn er Schaden erleidet. Also das ist ja schon mal nicht schlecht. Wenn ein Monster besiegt wird, erhält der Meister mit einer Chance von 10-20% Panzer 1. Ah, dann wird er mehr geschützt. Momentan würde ich sagen, war das jetzt nicht so, weil der rote Balken im Tutorial jetzt von dem wenig geschrumpft ist. Hier haut er besser drauf, geht schneller. Ich mach den Punkt mal hier hin. Da können wir auch zurücksetzen. Okay, dann haben wir das mit den Talenten schon mal durch.
Gut, was ist Info? Biografie. Mauk, Alter ist 54, Spezies Centaure, also er hier wahrscheinlich. Mauk, wichtig, weil er dir seine Menschenliebe, knapp gefolgt von seinem sehnlichsten Wunsch, Menschenfleisch zu verspeisen. Seine Stärke ist unter Sterblichen ohnegleichen. Er stammt ursprünglich aus der Tundra von Grammingen und lässt Helden gern so lange wie möglich am Leben. Selbst das kreativste Monster kann sich nicht vorstellen, welche furchtbaren Dinge er ihnen in seiner Folterkammer antut. Da Mauk Psychologie und Peitschenhiebe auf sehr subtile Art vermischen kann, ist er ein Paradebeispiel dafür, wie tolle Vorgesetzte auch den mürrischen Angestellten Spaß bereiten können. Okay. Also Leben 1200. Kraft hat er 80. Geschwindigkeit war das mit den zwei Pfeilen 90. Motivation hat er 24. Hier sind Rüstung hat er 20%. Feuerschaden kann er 20% Glaube ab. Luftschaden ist er schwach. Kann er nicht ab. Eis kann er nicht ab. Also negative Werte. Keine Ahnung, wie es ist mit den Werten hier Plus und Minus. Also ich denke mir, er kann nichts gegen Luft tun und er kann nichts gegen Eis tun. Er schützt sich gegen Naturschäden und gegen Feuer und hat eine Rüstung von 20%. Ja, Level 1, haben wir noch nichts erreicht. Gut, das hatten wir schon angeguckt. Archivar, was ist das? Ach so, okay, da gibt's noch Pompon de Cheerleader. Das ist ein Typ hier. Da kann man sich EGs angucken. Albtraumfänger. Wofür das gut ist, das sind wahrscheinlich Dinge, die man während des Spiels bekommen kann und dann ja, wird es wahrscheinlich einsetzbar sein. Gut, das haben wir auch. Jetzt kann ich hier was klicken oder da was klicken. Nein, Belohnung. Hier sehe ich die Belohnung. Ah, da bekomme ich dann eine Kreatur dazu, wenn ich das Level wahrscheinlich positiv abschließe. Ein Satyr, der hat 70 Lebensenergie, trinkt 5 Bier, so sieht das aus. Keine Ahnung, was diese Sachen da sind, die 5, das zweite. Kraft 60, Geschwindigkeit 110. Das sind die Werte. Eis 35, Rüstung Gatter schlecht, Natur ist ausgeglichen, Luft ist minus 35. Der ist ein hinten, wenn er hinten steht, so sieht's aus. Hat er 18 Naturschaden und minus 18 Moral, verteidigt 2 Stapel aber Beeinträchtigung des Ziels, aber zu viele anderen Helden, okay. Und wenn er vorne steht, sieht's dann ähnlich aus, ne? Ja, ist das gleiche, glaube ich. Gut, hier sehen wir noch Sachen, die wir schon haben. Was ist anpassen? Aha, da kann man das den Schwierigkeits wahrscheinlich durchändern, dass die kein Gold kriegen oder viel Gold, Leben des Meisters und sowas, das kann man hier anpassen. Auf Twitch geht auch was. Modding kann man aktivieren, Schwierigkeit leicht, normal und schwer. Ja, bleiben wir mal da auf normal. Gut, dann können wir da mal abbrechen nochmal, gucken uns das hier nochmal an. Also das kann man jetzt wahrscheinlich noch einstellen dann, oder wie sehe ich das? Obwohl, ich kann nichts anklicken. Ja, dann weiß ich das auch nicht, dann ist das der Standard, gut. Okay, dann würde ich aber sagen, den ersten Einblick haben wir geschafft von dem Spiel und dann werden wir in der zweiten Vorschau schauen, wie der erste Level hier so funktioniert. Sind ja doch ein paar Sachen, die wir machen können und wollen wir uns dann auch angucken. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.